Was geht ab, meine Seafighter, Ozan hier. Und Update 3.14.0 ist nun online für die globale Version von Dokkan Battle. Dementsprechend werden wir uns alle Informationen und Details dazu im heutigen Video ansehen. Wie von mir vermutet, ist der nächste LR, der auch jetzt schon online ist, LR Cell. Ich dachte jedoch, der kommt eher so Zeitraum Halloween, sage ich mal. Er ist jetzt schon online gekommen. Warum ist er denn der nächste gewesen? Nun, zeigt euch, mit ihm kam auch das Battlefield Online bzw. Virtual Dokkan Ultimate Clash, wie das hier auf Global heißt. Und man braucht nämlich von ihm die Ultimate Clash oder Battlefield Medaillen aus dem Modus. Deswegen, aber auch, weil die neueste Kategorie die Androids-Kategorie ist, falls sich der eine oder andere eben fragt, ich sollte doch LR Bardock kommen nach der Timeline. Richtig, aber LR Bardock gehört jetzt zu der Pure Saiyan-Kategorie, beziehungsweise wird er der LR sein, der mit den Pure Saiyans reinkommt, also wenn Evo Vegeta kommt. Da wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, deswegen ist LR Cell online. Alles klar, schauen wir uns erstmal die ganzen Update-Informationen an. Zum Battlefield selbst außen vorweg wird heute noch ein Guide online kommen. Da müsst ihr nämlich im Detail darauf eingehen, damit ihr da auf jeden Fall gedeckt seid mit den Informationen und Details, die ihr dazu braucht. Und heute Abend ab 20 Uhr werden wir das dann auch machen, beziehungsweise die Stages spielen im Gameplay. Alle Links dazu beziehungsweise Informationen sind im Streamplan. Wenn ihr Zeit und Lust habt, schaut auf jeden Fall vorbei. Okay, 3.14.0. Gucken wir uns erstmal die Informationen an, die mit dem Update reinkamen. Zum einen wissen wir ganz klar, dass Battlefield wurde hinzugefügt. Dokkan, Virtual Dokkan Ultimate Clash heißt es hier auf Global. Ich werde wahrscheinlich häufig Battlefield benutzen. Ich meine damit dasselbe, Freunde, damit ihr auf jeden Fall Bescheid wisst. Denn auf JP, als auf JP rauskam, hat man das Battlefield genannt. In Global heißt es Ultimate Clash. Also Ultimate Clash ist dasselbe wie Battlefield. Genau, wie gesagt, haben wir Battlefield, wurde hinzugefügt, Virtual Dokkan Ultimate Clash. Dann gibt es nun eine neue Funktion, Previous Deck. Im Endeffekt könnt ihr quasi das letzte Deck, das ihr für eine Stage benutzt habt, direkt wählen, beziehungsweise wird das euch direkt angezeigt. Das gucken wir uns gleich an. Zudem wurde noch hinzugefügt Rekorde, Clear Records. Also für jede Stage steht nun dran, wer, wo, wie, in welcher Zeit diese Stage geschafft hat, wird quasi da euch angezeigt. Zudem könnt ihr auch, das gucken wir uns aber gleich an, euer Deck quasi direkt in ein Deckslot kopieren. Okay, dann ganz cool, im Friend System wird direkt angezeigt, wer bzw. wie, zu wie viel Prozent der Charakter gedupt ist, ob er Dupes offen hat und so und so fort. Schauen wir uns auch gleich an. Im Dupe System selbst, wenn ihr quasi ins Hidden Potential System geht, eure Charakterliste euch anzeigt, kann es auftreten, dass die Charaktere blau aufleuchten. Was heißt das? Das heißt, diese Charaktere haben einen Dupe. Da wisst ihr auf jeden Fall auch Bescheid hier an der Stelle. Zudem bekommen jetzt die Giant Ape Charaktere oder an sich Charaktere, die sich transformieren können oder einen Rage-Modus haben, wie Beerus oder Rage Vegeta, die profitieren jetzt vom Dupe-System. Das ist ein übertriebener Buff, das heißt, sie bekommen die Dupe-System-Stats, wenn sie in der Form sind, sie bekommen die Chance zu critten, dodgen, Additional Attack zu starten, sofern sie das haben. Und das, meine Freunde, das ist ein richtig brutaler Buff, weil die Charaktere transformiert machen richtig gut Schaden. Das werden uns auf jeden Fall die Tage in einem Showcase ansehen. Alright, außerhalb davon werden jetzt, das ist auch sehr cool, im Kampf wird jetzt angezeigt, wenn der Gegner einen Statuseffekt durch einen Angriff erleidet. Beispielsweise, wenn jetzt zum Beispiel Super 17 eine Ulti startet gegen den Gegner, dann senkt er, wissen wir aus der Ulti, die Verteidigung des Gegners stark. Nun wird es uns aber auch angezeigt. Das ist echt cool, dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, ist der Gegner jetzt gestunt, hat er einen Debuff etc. etc. Okay, vom Kampf aus selbst könnt ihr nun ein Menü aufrufen, da könnt ihr euch alle eure Items anzeigen lassen. Ja, ist eine nette Option, Items owned quasi, warum nicht, kann man sich auf jeden Fall mal geben. Ein paar Bugs wurden gefixt, User Interface Anpassungen und das wäre es eigentlich schon zu den Informationen, die reinkamen. Zum einen, wie gesagt, das mit dem Dupe System hier, wenn ihr auf Hidden Potential geht und dann quasi eure Charaktere euch anzeigen lasst. Hier Pick a Character, dann, ja, hier wird es wahrscheinlich auch schon gezeigt, richtig, seht ihr, dann leuchten die Charaktere blau, für die ihr Dupes habt, zum Beispiel für Rildo hätte ich einen Dupe, für mein Cooler hätte ich einen Dupe und so weiter und so fort, Freunde, da werden euch quasi die Dupes angezeigt, für Bojack etc. Okay, dann gehen wir mal quasi zu einer Stage, da ist dann das, was ich gemeint habe mit Previous Deck Funktion, beispielsweise, ich habe jetzt diese Stage vorhin gemacht, wenn ich diese Stage wieder betreten will, von unserem Boy C17 in seinem Dokkan Event, dann zeigt es mir direkt das Deck an, was ich zuletzt benutzt hatte. Boom. Und hier müsst ihr aufpassen, zum Beispiel. Das ist das in Blau. Deswegen habt ihr jetzt quasi einen Slot mehr. Das ist diese Previous Deck Funktion. Dieses Deck, dieses Team habe ich zuvor benutzt. Und aufpassen, Freunde, wenn ihr einen anderen Friend wählt, dann ist trotzdem das letzte Deck da, was angezeigt wird. Weil normalerweise klickt man einfach gerne drauf. Man denkt, man hat sein Team. Jetzt ist das nicht mehr so. Ihr müsst aufpassen. Jetzt wird das zuletzt angezeigte Team euch immer zuerst angezeigt.
Müsst ihr aufpassen. Das könnt ihr natürlich auch ändern etc. und so und sofort bearbeiten. Aber ja, nicht so voreilig in die Stage reingehen, sage ich mal. Gut wissen, beziehungsweise kurz anschauen, welches Deck ihr zuletzt benutzt habt. Records. Wenn ihr auf Records klickt, wird euch angezeigt, der und der, sei es aus eurer Friendlist oder an sich Guest global, hat diese Stage mit diesem Team geschafft in so und so vielen Minuten. Okay, zum Beispiel hier bei mir, Friends, wird angezeigt, okay, mit diesem Team habe ich die Stage geschafft in 4 Minuten. Da könnt ihr auf Details klicken, aber dann könnt ihr auch hier noch quasi diese Copy-Deck-Funktion benutzen. Was ist diese Copy-Deck-Funktion? Das gilt nur quasi für euer Team, was hier oben angezeigt wird. Da könnt ihr dieses Team letztendlich in irgendeinen anderen Slot reintun. Zum Beispiel mein Deck 9 sollte das sein, oder nee, Deck 8, sorry. Deck 8 ist jetzt das Majimbu Saga Team, aber wenn ich auf Kopieren klicke, dann ist mein Deck 9 direkt bam auf das zuletzt benutzte Team kopiert, ja. Um es so zu sagen. Ja, Freunde, und wie gesagt, mit den Records finde ich echt nett, da könnt ihr ansehen, wer wo wie in welcher Zeit geschafft hat. Zum Beispiel unser Boy, erster ist Pascal, der hat das Ganze in 0 Sek... Was? Ja, ja, jetzt ist Pascal. Pascal, nicht cheaten, nicht cheaten. Ja, wir kommen natürlich nicht drum weg, wenn die Modder da die Stage machen. Ja, in 0 Sekunden hat er das geschafft. Ja, ja, GG, GG Pascal. Das wollen wir nicht 0 Sekunden, sondern 0 Minuten, sag ich mal. 10 Sekunden, 10,9 Sekunden. Alles klar, Pascal. Bitte nicht cheaten bei der Sache. Ne, alles gut. Und ihr habt wahrscheinlich auch schon gemerkt, wenn ihr euren Friend wählen wollt, dann wird euch direkt angezeigt, hier die Tubes. Das war zuvor nicht so. Dieser LRGF hat zum Beispiel einen Tube offen. Und genau, so viel dazu. Okay, Freunde, wenn wir uns das Ganze ganz kurz mit LRStyle ansehen. LRStyle ist nun in seinem LR-Banner featured. Falls ihr euch fragt, ey, Informationen zu LRStyle, was hat er drauf, wie kann man ihn awaken? Ich habe dazu ein Video gemacht, könnt ihr euch gerne abchecken zu seinem Awakening Showcase. Um es kurz zu sagen, braucht ihr für sein erstes Awakening, so sieht der Boy aus, wenn er quasi droppt. Dafür braucht ihr 35 Medaillen aus dem Cell-Event, aus dem Dokkan-Event von Cell. Und um ihn quasi auf den LR-Status zu bringen, braucht ihr 21 von den Ultimate Clash-Medaillen. Außerhalb davon hat dieser LRStyle eine farmbare SA. Das ist der AGL Cell in Klammer Perfect Form, den ihr aus dem Dokkan-Event aus Stage 1 von Cell farmen könnt und awaken könnt zu dieser Stufe. Okay, ja. Ansonsten wissen wir, alle anderen LR sind nicht gefeatured, auch in dem Banner. Es sind übliche Rates. Wir haben hier 5% aufgeteilt für Featured Charaktere, Featured SSR. 12 Charaktere sind gefeatured, 11 SSR sind hier gefeatured an der Stelle. Da werden 5% aufgeteilt, wenn wir bei 0,4, 0,4, 5% oder so, schätze ich mal. Irgendwie so um den Dreh herum. Aber GSSR ist ja auch anwesend. Wir werden hier vorerst nicht sammeln, denn sowohl die Sales hier im Game sind auch, also es gibt keine neuen Sales, sage ich mal, aber auch die Gemshops sind noch down. Deswegen muss man gucken, wie ich das Ganze arrangiere. Aber ich warte auf jeden Fall auf neue Sales, falls da neue Sales kommen sollten. Falls ihr euch fragt, könnten denn neue Sales kommen? Die aktuellen Angebote laufen am 20. ab, 20. Oktober. Vielleicht kommt da was rein. Bis dahin müssen wir uns ein bisschen gedulden. Aber allen anderen wünsche ich auf jeden Fall Glück, die hier sammeln. Okay, zu guter Letzt, wegen dem Battlefield, wie gesagt, Freunde, ein Guide wird euch heute noch erwarten. Ich gehe ganz kurz im Overview durch, was es hier zu sagen gibt. Battlefield ist quasi ein neuer Modus. Es ist mehr oder weniger ein Raid. Ihr wählt da 100 eurer Charaktere. Diese Charaktere, die ihr wählt, diese 100 Charaktere, müssen mindestens von der Rarität UR sein. Ihr könnt natürlich bis zu 100 nehmen. Ihr müsst nicht 100 nehmen, aber es wäre natürlich, ja, vorteilhafter. Außerhalb davon müsst ihr Rank 150 sein, mindestens Rank 150. Wenn ihr das seid, dann könnt ihr hier im Modus dran teilnehmen. Das ist so quasi, das wird periodenweise online sein. Das Battlefield komplett selbst ist für einen ganzen Monat offen. Das ist quasi das erste Battlefield, ich nenne es mal Season 1. Danach kommt Season 2, einen Monat lang und so und so fort. Und da könnt ihr das jeden Tag bewältigen. Okay, was will man denn aber vom Battlefield? Wie gesagt, ihr müsst hier zum einen kein Stamina verbrauchen, ihr könnt aber auch keine Items benutzen. Ihr kämpft nacheinander gegen verschiedene Gegner. Es ist quasi ein Raid. Die Charaktere, die ihr schon benutzt habt, könnt ihr für den nächsten Kampf nicht mehr benutzen. Falls ihr bei einem Gegner stirbt, sagen wir mal Broly mit einem Team, dann könnt ihr quasi die Charaktere nicht mehr benutzen. Aber Broly bleibt in dem Status, in dem er war. Also wenn er zum Beispiel die Hälfte des Lebens hatte, dann hat er auch die Hälfte des Lebens. Ist quasi so ein kleiner Raid, wie gesagt. Was will man aus dem Battlefield, beziehungsweise ganz, ganz wichtig, Freunde, ihr wählt keinen Friend, ihr setzt euren eigenen Friend sozusagen. Dieser ist ein Subleader. Das ist der zweite Charakter, den ihr wählt, ist aus eurem eigenen Charakter rein. Und in dem Fall wird quasi der Leader-Skill von Super Saiyan 3 Angel Goku aktiviert und vom Subleader vom Free-to-Play Angel Goku ebenso. Genau, Freunde. Außerhalb davon, was will man eigentlich aus dem Battlefield?
Zum einen gibt es ein paar Preise, die gucken wir uns genau an, aber was man hauptsächlich will, sind die Battlefield Memory. Das sind die neuen Gems. Mit diesen neuen Gems könnt ihr euch aus dem Barbershop gewisse Charaktere holen. Unter anderem ist nun endlich physisch Elerginio online. Physisch Elerginio hat eine farbare SA, das ist der Int-Ginio, kennen wir, der ist heute online, Mittwoch zum Beispiel, also der Free-to-Play-Ginio Int aus dem Ginyu Force Team, den könnt ihr euch erfarmen, seine SA erhöhen. Ihr braucht für sein erstes Awakening 7 Ultimate Clash Medaillen, für sein zweites Awakening braucht ihr 70 Ultimate Clash Medaillen. Was hat denn der Boy drauf? Man merkt, er ist quasi einer der älteren LR, er hat einen konstanten Boost, also durch die Passive, er gibt nämlich jedem Verbündeten Ki plus 3 auf den Angriff 7777. Und das war es auch schon zu ihm zu sagen, mehr oder weniger. Also der ist eigentlich mehr nice to have. Des Weiteren haben wir weitere Elerginio Dupes. Wenn wir mal ganz kurz reingucken in die Sektion vom Barbershop, wo diese Battlefield Memory Medaillen sind. Oder was heißt Medaillen, sondern Gems. Hier zum einen, für einen Ginyu braucht ihr 7777. Ihr wisst Bescheid. Und dann müsst ihr quasi, könnt ihr euch bis zu 5 holen, um ihn, seine ganzen Dupes zu öffnen. Und von Tech Elerginio können wir nun 3 weitere Dupes holen. Außerhalb davon gibt es Ultimate Clash Medaillen und so weiter und so fort. Ich würde euch raten, spart die ganze Battlefield Memories für zukünftige LR wie LR Metal Cooler zum Beispiel wird reinkommen. 2 weitere Charaktere, ein Super Saiyan 2 Goku und ein Majin Vegeta. Das Battlefield selbst findet ihr hier bei Special. Hier könnt ihr dran teilnehmen, wie gesagt. Da gibt es gewisse Missionen, die könnt ihr auch dort bekommen. Wenn wir es ganz kurz mal ansehen, sind das folgende Missionen. Wöchentlich wird diese Mission hier geresettet. Da könnt ihr quasi die Battlefield Memory Währungen einsammeln. Wie gesagt, im Guide heute noch werden wir ausführlicher drauf eingehen, weil das müssen wir auf jeden Fall uns näher betrachten, auf was ihr achten müsst, sollt, etc. etc. Bis dahin wünsche ich auf jeden Fall eine schöne und gute Zeit. Ich hoffe, ja, zum Update seid ihr jetzt gut gewappnet und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. Next time you ain't won't be